von Krieg. Psychologische Kriegsführung. Ach ja, ja, psychologische Kriegsführung, da haben Sie recht. Das geschieht gerade mit uns. Denn wissen Sie denn nicht, dass wir schon mitten im Krieg sind jetzt? Ach, Papalapap, hören Sie doch auf. Diese Verschwörungstheoretiker. Schon wieder. Ich rauche hier Zigarre und rauch und trink Whisky. Was da draußen los ist, interessiert mich nicht. Haben Sie davon nichts mitbekommen? Was da draußen los ist, interessiert mich nicht. Nehmen Sie einen Schluck von Ihrem... Jetzt brauche ich mal einen Schluck Whisky, also wirklich. Frauen, Frauen, Frauen. Hören Sie mal her, Frau Fassbinder, ein bisschen Kontenance. Was müssen Sie gerade sagen? Frauen hören immer zu und Männer nie. Ach. Das ist mir aber ganz neu. Ohne Männer kann man auch nicht. Ja, eben. Ja, eben. Frau Fassbinder, beruhigen Sie sich. Kommen Sie. Was ist denn los? Ach, meine Uhr. Das ist ja Ihre Uhr. Was treten Sie denn auf meiner Uhr herum? Was legen Sie da auch hin? Da muss man ja stolpern. Also, Frau Fassbinder, passen Sie ein bisschen auf. Lassen Sie doch mal einen Mann für sich sorgen. Wo ist denn Ihre Rose überhaupt? Die braucht jetzt Wasser. Komm, nehmen Sie Ihre Rose hier rein. So. So, schau. Dann stellen wir die da schön hin. Die habe ich Ihnen... mit der Pflaumentasche? Die habe ich Ihnen gekauft. Ja, beides sind Geschenke. Ja, schön. Von mir. Oh, wie lieb von Ihnen. Ah, so bin ich. Noch ein paar K.O.-Tropfen hier. Und dann geht's weiter. Frau Fassbinder, Frau Fassbinder. Schauen Sie mal, schauen Sie mal. So weit ist es gekommen, Mensch. Von wegen haben Männer. Sie noch was für mich? Sie rauchen doch nicht. Sie haben doch Ihre Damenzigarette. Ich bin offen für, ja. Ja, ich weiß schon, was Sie wollen, Frau Fassbinder. Oh, ja, genau, danke. Ist schon klar, ja. Nehmen Sie, wir haben genug davon hier. Danke. Wir verkaufen das Zeug ja, es ist ja gewinnbringend hier. Glotzis, wo man hinsieht, Frau Fassbinder. Dann habe ich noch einen Song für Sie. Ja, bitte, singen Sie uns was vor, Frau Fassbinder. Ein Metzger, er und alle anderen Kälber, der schlimmste Hund, der ärgste Hurentreiber. Wer kocht ihn ab, der alle abkocht? Weiber. Das fragt nicht, ob er will, er ist bereit. Das ist die sexuelle. Er glaubt nicht an die Bibel, nicht ans BGB. Er meint, er ist der größte Egoist. Weiß, dass wenn Weib sieht, schon verschoben ist und lässt kein Weib in seine Nähe. Er soll den Tag nicht vor dem ein
verstehen, dass des Weibers Loch sein Grabloch war. Fassbinder, was erzählen Sie da für einen Quatsch? So sind wir doch nicht. Ah nein, sondern? Nehmen Sie eine Zigarette, Frau Fassbinder, das ist doch nicht zu glauben. Sie haben sich ja ganz echauffiert. Ja, so manche Männer bringen mich einfach in Rage, das ist so. Ja, ich zum Beispiel. Sie natürlich, Herr de Kosten. Mit meiner Uhr. Nicht wahr? Die tören Sie doch an. Die auch, ja, natürlich, natürlich. Sag ich ja. Ja, ja. Wieso, was hat die gekostet? Das ist eine Rolex. Wissen Sie ja ewig, was das kostet. Da musste einige von den Dingern verkaufen hier in Birma. Hm. Finden Sie wirklich, dass Männer nicht so triebgesteuerte Wesen sind? Doch, doch, toller Text, tolles Lied, toll. Sie haben absolut recht. Das ist ja Wahnsinn. So ein schöner Song, Song, Song. Der das erfunden hat, der wusste wirklich was über die Männer und die Frauen und ihre Geschichten. Menschen. Von den Menschen. Triebgesteuerte Wesen, nicht wahr? Und Sexualität, darum geht es doch nicht nur. Ach, Liebe, Sexualität. Wer braucht das heute überhaupt noch? Wir brauchen Alkohol. Gute Drogen, das ist dann auch schon genug, nicht wahr? Wird doch völlig überbewertet, Sexualität, finden Sie nicht, Frau Fassbinder? Manchmal über, manchmal unter. Ach. Der Mensch ist doch ein triebgesteuertes Sexualwesen. Das hat man früher so gedacht, zumindest. Ein Triebtier. Das ist schon etwas umstritten, nicht? Ja, Freud, euer Freud hat das doch gesagt. Ja, Freud hat das so gesagt, ich weiß, ja. Aber jetzt lebt keiner mehr seine Triebe aus. Oder leben Sie Ihre Triebe aus? Schauen Sie sich das Publikum doch an. Also die schlafen ja schon fast ein hier. Leben Sie Ihre Triebe aus, Mensch. Ach, ein bisschen ausleben. Das ist ja frustrierend für uns hier oben. Mein Gott, ein bisschen Triebe ausleben, das darf man doch wohl noch erwarten, Frau Fassbinder. Ja, so wirklich. Für was haben wir denn das Publikum bezahlt? Hm. Herrgott, nochmal, singen Sie noch so einen Song, damit sie es endlich versteht, dieses Publikum. Also jetzt erkläre ich Ihnen, wie das läuft, bei manchen Frauen, wie das so läuft, ja. Ja, erzählen Sie ein Lied. Doch nicht einfach hinlegen, ja, da muss man kalt.
sagte ich nicht nein. Dabei hielt ich meinen Kopf nicht oben und ich blieb nicht allgemein. Ach, es schien der Mond die ganze Nacht und es war das Boot vom Unfall fest losgemacht und es konnte gar nicht anders sein. Frau Fassbinder. So sind Sie nicht, oder? So schlimm, oder? Nein, also. Frau Fassbinder, ich verstehe Sie. Manche Frauen sind einfach verrückt. Ja, so wirklich. Wie... Also manche sind leider verrückt und am Ende landen sie dann in den Frauenhäusern. Im Frauenhaus. Da gehören Sie ja wohl auch hin, so wie Sie sich hier heute mal wieder geben, Frau Fassbinder. Herr de Kohl, Sie bitten. Schauen Sie in den Spiegel, Mensch. Wie schauen Sie denn aus wieder? Wie eine Diva. Mein Gott. Geht gerade noch, ne? Sie arbeiten doch im Bordell, Frau Fassbinder, geben Sie es zu. Herr de Kurs, Sie müssen doch nicht alles verraten, so hier vor versammelter Mannschaft. Aber mir können Sie es doch verraten, Frau Fassbinder. Danke. Frauen. Mit Geld kann man euch alle kaufen. Ist es so oder ist es nicht so? Tja. Ich würde sagen, da singen wir ein nächstes Lied, Frau Fassbinder. Hab ich da eine Decke für Sie irgendwo? Haben Sie da eine Decke hier hinten? Da, schauen Sie. Schauen Sie, meine Damen und Herren. Experimente sexueller Natur. Sind ja heute nichts mehr Außergewöhnliches, nicht wahr, Frau Fassbinder? Ja, das ist normal, ja. Mit ja, Geld kann man Sexualität ja schon von Angedenken her kaufen. Haben Sie gesehen, wie schön ich diese Rose für Sie gekauft habe? Das ist so lieb von Ihnen. Die ist aus Plastik. Müssen wir noch einmal anstoßen, ja? Ja, stoßen wir an, Frau Fassbinder. Kommen Sie, lassen Sie doch endlich mal einen Mann Zum für Wohl. Sich sorgen. Am Eingang haben Sie so einen Zettel bekommen. Ah ja, der Zettel. Schauen Sie mal, liebes Publikum, was wir da für Sie für einen Zettel vorbereitet haben. Experimente. Nehmen Sie das ganze Ding. Sollten... ja, nur unter höchster Sensibilität und mit verantwortungsvollem Charakter vollzogen werden, nicht wahr? Das steht auch auf der Verpackungsbeilage. Lesen Sie mal, Frau Fassbinder, da. Die Verpackung, nein, die Anleitung, Mensch. Lesen Sie sich's gut durch. Sie können doch lesen. Haben Sie Ihre Brille? Ah ja. Sie haben recht, besser mit Brille, es geht leichter. Wir alle sind Zeugen dieses Experiments, nicht wahr? Und viele Experimente schon davor und wie viele noch kommen mögen. Naja, in den Nürnberger Gesetzesblättern nach 1945 wurde das jedenfalls festgelegt, dass man solche menschenverachtenden Experimente wie im Krieg, Sie wissen schon, ja, wohl er nicht mehr durchführen sollte. Und was ist jetzt? Naja, wie gesagt, die Klotzis haben uns am Arsch. Aber es sollte eigentlich niemand zu irgendwas gezwungen werden.
zu dem er nicht freiwillig auch irgendwo zustimmt. Das hat man da festgelegt, aber ey, das kann man ja alles vergessen. Ich meine, die Vergangenheit einfach mal vergessen. Ich meine, ist jetzt auch schon lange her, 60, 70, 80 Jahre. Das ist doch alles Schnee von gestern. Einfach mal Schlussstrich, bis oder? Bis jetzt hat es so geheißen, dass sowas nicht mehr passieren kann. Aber was ist jetzt? Ach, Frau Fassbinder, hören Sie auf, solche Verkehr, die zieht man nicht. Sie da meinen, macht man das ist sich geschmacklos? Da macht man sich bei den Klopsis sehr schnell unbeliebt. Komm, vergessen wir diese Nürnberger Prozesse oder was da war. Wir waren da eh nicht dabei. Waren Sie dabei? Oder Sie? Eben. Wir waren ja nicht dabei. Aber ich habe schon mal gesagt, irgendwie erinnert mich das an die Zeit von damals. Auch wenn das die meisten nicht wahrhaben wollen. Frau Fassbinder! Frau Fassbinder! Sie bringen mich auf die Palme, aber ich sitze ja schon oben. Sexuelle Hörigkeit. Sexuelle Hörigkeit, das kann. Komm, das können Sie vergessen. Das ist doch Schwachsinn, diese ganze Sauerei, die hier angerichtet wird. Kann man doch in der Verpackungsbeilage lesen, Mensch. Was kosten die überhaupt? Das kann sich doch kein Mensch leisten, diese Experimente. In Burma. In Burma zahlt man $200-300 für so einen Scheiß. Die können sich das doch gar nicht leisten, Mensch. Die haben andere Probleme. Die haben kein sauberes Wasser. Trinken Sie, Frau Fassbinder. Ich bin in Rage. Auf dem Dreck kann man ausrutschen. Schauen Sie her. Ja, räumen Sie ein bisschen auf. Bitte. Ja, fangen Sie mich doch auf. Mensch. Wieso soll ich das machen? Ich bin die Dame, also bitte schön. Ziehen Sie an. Ziehen Sie an Ihrer Zigarette. Mag noch jemand eine Henry Clay oder einen Test oder mehr Geld, bevor es nach unten geht zu den Haifischen? Möchte noch jemand einen Test machen? Wir haben genug. Backstage. Kommen Sie vorbei. Genau, hier oben. Hier kommen Sie her. Hier oben ist die Zone, die experimentale Zone. Experimentierfreie Zone, Frau Fassbinder, haben Sie den Text ja nicht gelernt? Experimentierfrei. Verstehen Sie das? Herrgott, nochmal. Die Glotzis haben uns am Arsch. Hier, wenigstens hier, aber draußen nicht. Frau Fassbinder, stellen Sie sich zum Aschenbecher, Sie rauchen ja wie ein Schlot. Ich singe ja ein Lied von Bert Brecht und Kurt Weil. Hans Eisler und Brecht haben darüber nachgedacht, was damals, 1935, ein Experiment war, wurde sehr schnell zum Verhängnis der einfachen Leute, meine Damen und Herren. Und alle haben wieder mitgemacht, alle haben mitgemacht und haben nicht mitgedacht. Frau Fassbinder, die Ballade von der Judenhure Marie Sanders. In Nürnberg machten sie ein Gesetz, darüber weinte manches Weib, das mit dem falschen Mann im Bette lag. Das Fleisch schlägt auf in den Großstädten, die Trommeln schlagen mit Macht. Gott im Himmel, wenn sie etwas vorhätten, wäre es heute Nacht. Marie Sanders, dein Geliebter hat zu schwarzes Haar. Besser, du bist heute zu ihm nicht mehr, wie du gestern zu ihm warst. Das Fleisch schlägt auf in den Vorstädten, die Trommeln schlagen
Mutter, gib mir den Schlüssel. Es ist alles halb so schlimm. Der Mond schaut aus wie immer. Die Trommeln schlagen heute Nacht. Großer Gott, wenn sie etwas vorhätten, wäre es heute Nacht. Eines Morgens früh um 9 fuhr sie durch die Stadt im Hemd. Um den Hals ein Schild, das Haar geschoren, die Gasse johlte, sie blickte kalt. Das Leid auf in den Vorstädten, der Streicher redet heute nach. Gott im Himmel, wenn sie ein Ohr hätten, wüssten sie, was man mit ihnen macht. Diesen Wahnsinn muss ich mit Whisky begießen. Geben Sie auch einen Schluck. Sie haben recht. Die Vergangenheit einfach runterspülen. Ja, das ist das Einzige, was wir können. Herr de Kos, bitte ein bisschen Beherrschung. Was heißt Beherrschung? Wir werden doch alle beherrscht. Sie, ich, Sie da draußen. Von den Glotzis. Ja, Sie haben recht. Alle Menschen sind sexualgetriebene Wesen. Leben Sie endlich Ihre Publikumsgewünsche und aus! Triebe! Ihre Triebe! Das Publikum ist... Haben Sie doch dafür bezahlt! Nur? Schauen Sie sich dieses Publikum an! Ach, das gibt's einfach nicht! Die völlig regungslos! Sitzen einfach da und konsumieren und konsumieren! Ja, Widerstand, Revolution, das ist das, was wir heute brauchen, Leute! Courage! Waren Sie von gestern? Wer rebelliert denn noch? Der gute Whisky, Sie machen mich ganz nervös. Publikum. Verwehrtes Publikum. Frau Fassbinder, was machen wir mit denen? Ich meine... Schlafschafe. Schlafschafe, Schlafschafe, Schlafschafe. Die schlafen wie die Schafe. Komm, Frau Fassbinder, legen Sie sich auch zu Bett. Wir haben doch da noch einen Song. Schlafen. Ja. Schlafen wie die Schlafschafe. Also gut, dann haben wir noch einen Song für Sie. Geben Sie ihn zum Besten. Ich sing mit, Frau Fassbinder, ich sing mit. Denn wie man sich bettet... So liegt man. Meine Herren, meine Mutter prägte auf mich einst ein schlimmes Wort. Ich würde enden im Schauhaus oder an einem noch schlimmeren Ort. Ja, so ein Wort ist leicht gesagt. Aber ich sage euch, daraus wird nichts. Das könnt ihr nicht machen mit mir. Was aus mir wird, das werdet ihr schon sehen. Ein Mensch ist kein Tier. Denn wie man sich bettet, so liebt. Keiner Tag, keiner Zeit.
Augen, da denkt man da nicht. Ja, Liebe, das ist leicht gesagt, aber wenn man täglich älter wird, da wird nicht nach Liebe gefragt. Da muss man seine kurze Zeit benutzen. Ein Mensch ist kein Tier. Denn wie man sich wehrt, so liegt man. Es deckt einen da. Wunderbar, Herr